Willkommen bei Ground & Pound TV. Day of Destruction läuft gerade. Hinter uns kann man vielleicht noch ein bisschen Musik hören. Wir sind in der Pause. Glücklicherweise endlich mal Pause von sehr, sehr viel Action heute Abend. Und sehr viel Action gab es eben auch bei euch zu sehen. Euch heißt Meriem Üslü an meiner Seite, die gegen Yang Yang sich einen harten Kampf geliefert hat um die Weltmeisterschaft der WLF von Wuli Feng. Und wie man vielleicht sehen kann, der Gürtel jetzt um deine Hüften geschnallt. Wieder Weltmeisterin. Ja, wie fühlst du dich gerade? Ich bin überwältigt. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es war ein langer Weg wieder zur Weltmeisterschaft. Es waren 6 lange Trainingswochen. Sie war eine harte Gegnerin und ich bin einfach froh, dass ich jetzt heil rausgekommen bin als Siegerin. Na, ich weiß noch, in einem Interview vor einiger Zeit hattest du gesagt, ich will endlich mal Weltmeisterin werden. Dann war es soweit. Jetzt bist du schon wieder Weltmeisterin. Wie ist das eigentlich jetzt, ich sag mal, Gürtel sammeln zu dürfen inzwischen? Ja, ich sammle keine Gürtel, aber wenn sich das ergibt, dass ich mal um die Weltmeisterschaft kämpfen kann, dann freue ich mich. Und wenn ich gewinnen kann, dann umso mehr. Und warum nicht? Gürtel sind schön. Ich habe gerne Gürtel zu Hause. Ja, ich glaube, das finden die Zuschauer wahrscheinlich auch. Lass uns auf den Kampf eingehen. Also im Vorfeld hat deine Gegnerin das Gewicht nicht geschafft, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Dann wurden dann eben 2 Punkte abgezogen. Die Möglichkeit bestand, dass du eben den Kampf nicht machst oder eben doch machst mit dieser Bestrafung. Ja, ich denke mal, für deine Zuschauer ist es natürlich toll, dass du gesagt hast, ich will auf jeden Fall kämpfen, dass der Kampf eben nicht ausfällt. Auf der anderen Seite, wie ist das, in den Kampf zu gehen und zu wissen, ich führe schon nach Punkten? Ja, ich habe das ausgeblendet. Also ich habe nicht daran gedacht, dass sie jetzt 2 Minuspunkte bekommen hat. Für mich war das auch so, als hätte sie nicht 2 Minuspunkte bekommen, weil sie war sehr hart. Sie hat einen harten Punch gehabt, wie du gesehen hast. Also sie hätte mich ausknocken können und ich wusste das. Deswegen habe ich ein bisschen auf sicher gekämpft. Ich wollte den Kampf haben, egal was sie jetzt hatte an Gewicht. Weil, ja, ich mache auch Sparring gegen schwere Leute und da habe ich gedacht, ich kann auch 3 Runden gegen eine 60-Kilo-Frau kämpfen, ist auch kein Problem. Ja, es hat ja wunderbar geklappt, wie man gesehen hat. Trotzdem gab es dann im Kampfverlauf noch einen Minuspunkt für deine Gegnerin. Was ist da passiert? Das haben wir von außen nicht so ganz gesehen. Es waren 3 Kopfstöße. Sie hat 2-mal ihren Mundschutz ausgespuckt und hat immer im Clinch auf dem Hinterkopf weitergeschlagen nach dem Break. Und irgendwann hat der Ringrichter einen Minuspunkt gegeben daraufhin. Also die Kopfstöße hat man ab und an gesehen, das stimmt. Du hast es immer wieder angedeutet. Ja. Wie schwer ist das, gegen so eine Gegnerin zu kämpfen, die in dem Sinne wirklich sehr unangenehm ist dann? Ja, sie wollte mich ausknocken mit aller Kraft und dann ist sie auch nach vorne gestürmt. Und ich kann das verstehen im Gefecht, dass sie das macht, aber es war zu viel. Und ja, da ist auch ein Minuspunkt angebracht. Ja, du hast am Ende klar geführt. Ich denke auch, wenn es nicht mit diesen Minuspunkten gewesen wäre. Du bist zufrieden, wie man sieht. Was heißt das denn jetzt für dich? Also du hast den Wuli Feng-Titel. Heißt das automatisch, du hast jetzt ein Ticket, um in China zu kämpfen? Oder sagst du, du hast Heimrecht und die Gegner müssen zu dir kommen? Wie sieht das da aus? So viel ich weiß, soll ich jetzt meinen Gürtel demnächst in China verteidigen? Ich weiß nicht, wer die Gegnerin ist. Muss nicht Chinesin sein, kann auch eine Ausländerin sein. Also aus einem anderen Land, Entschuldigung. Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass ich in China meinen Gürtel verteidigen werde. Das ist sicher. Weiß man schon, wann das sein soll? Noch gar nicht. Jetzt noch habe ich in 3 Wochen einen Kampf in Australien. Da bin ich jetzt fixiert und ja, mal schauen, wann China kommt. Kannst du uns ein bisschen was zu erzählen zu Australien, wer die Gegnerin ist und worum es geht? Ja, die Gegnerin ist Carol Earl. Sie ist Weltmeisterin bereits bis 54 Kilo. Möchte ihren Gürtel verteidigen, sollte gegen die Lena Ovchinnikova kämpfen. Die hat aber abgesagt, weil da gerade Krawallen sind in ihrem Land. Wir haben spontan zugesagt. Und ja. Geht es denn dann um den Gürtel auch? Genau, es geht um ihren Gürtel. Also bist du weiter auf Gürtelsammlungssuche?
Es ist Zufall, aber wenn es klappt, dann freue ich mich natürlich. Na, dann drücken wir dir dazu natürlich die Daumen und hoffen, dass es gut läuft. In diesem Sinne für heute nochmal herzlichen Glückwunsch und dann hören wir ja bestimmt wieder bald von dir. Die letzten Worte, wenn du noch was loswerden möchtest, gehören dir. Bei meinem Trainer bedanken, Lutz Burmeister, der sich wirklich jeden Tag um uns kümmert. Nochmal Dankeschön, Lutz. Dankeschön an das ganze Excite-Team, an Gladiator Fight Wir für die Unterstützung und alle Freunden und Verwandten. Und Dankeschön an gerne. Ground and Pound natürlich. Bis bald.